So Leute, es wird mal wieder Zeit für Moonlighter. Ich hoffe, die Audioqualität und alles und die Videoqualität hat sich nicht verändert. Ich hatte am Wochenende ein paar Probleme mit meinem PC und musste meine gesamte Festplatte einfach komplett löschen und Windows neu installieren, um einfach mein PC nochmal ja, halt zu reparieren. War auf jeden Fall übel anstrengend, aber ja. Jetzt hat alles geklappt, alles läuft wieder super und ja, Aufnahmen sind wieder am Start. Also, ich habe offline ein bisschen gefarmt, ein bisschen viel mal wieder. Ich habe ein paar Runs gemacht und bin jetzt bei 200.000 Gold, einfach weil ich gesehen habe, dass wir letztens so knapp an dem zweiten Boss gestorben sind. Und dann dachte ich, wenn wir so zum Wächter gehen, das kann ja gar nicht klappen. Ich habe auch ein paar Heiltränke gecraft. Okay, die habe ich schon verwendet. Ja, wir craften auf jeden Fall gleich noch ein paar Heiltränke und können dann auch verzaubern. Aber was wir jetzt allererstes machen, ist die Rüstung hier vervollständigen. Zack. So. Jetzt haben wir die, oder? Geil. Okay, jetzt haben wir die Rüstung schon mal. Und ich habe auch noch genug Materialien für das Schwert hier, was auch übel teuer ist. Alter, 64.000. So. Mehr als die Hälfte schon weg. Als nächstes kommt dann das. Aber. Ja. Jetzt haben wir gut Schaden. Und viel mehr Leben. Aber. Das war's noch nicht. Wir haben ja noch 90.000 Gold einfach übrig. Wir können jetzt einfach noch. Genau. Tränke wollten wir machen. Zack. Einfach alle. Bam. 13 Stück. Und dann am besten noch. Ja, vielleicht craften wir gleich noch welche davon. Aber ich wollte noch verzaubern. Genau, macht jetzt mehr Sinn, das Schwert zu verzaubern oder die Rüstung? Ich glaube, die Rüstung, tatsächlich. Ah, die gibt halt. Ne, Rüstung. Macht Sinn. Okay, das gibt am meisten. Das macht am meisten Sinn. Mach mal das erstmal. Zack. Danach kommt. Ich glaube, wir können nur noch eine machen. Eine Verzauberung. Ja. Dann machen wir mal. Was machen wir? Schwert wäre schon heftig. Weil der Schaden. Der Schaden ist wichtig. Aber ja, wir haben, glaube ich, genug Leben. Machen wir mal das Schwert. Ich habe jetzt auch mehr Bock, da viel mehr Damage rauszuhasseln. Genau, das ist zu teuer. Und aus dem Restgeld können wir noch ein paar Tränke gönnen. Nur ein paar. Ja, nicht so viele. Ja. Machen wir mal. Oh ja, vier. Ja, das passt. Zack. Jetzt haben wir auch noch genug Geld, falls wir mal raus müssen aus dem Dungeon. Und wir finden dann dort auch noch ein bisschen was. Genau. Was ich letztens auch gesehen habe, ist, dass wir hier zwei neue Boys haben. Ist mir hier aufgefallen. Einmal den hier, so ein Bloodboy. Ich glaube, der macht eigentlich genau das, was diese Bloodtypen im Dungeon waren. Der schießt halt so Luftkugeln oder sowas. Und wir haben einen zweiten Schleim. Ein giftiger Schleim aus dem Wald-Dungeon, welcher der Waffe seines Meisters einen Gifteffekt verleiht. Okay. Aber ich finde, Gifteffekt ist gar nicht so stark. Ich finde den Stun schon besser. Deswegen würde ich sagen, behalten wir dann den. Und der macht eigentlich nur Schaden, denke ich. Genau, der macht Schaden. Ja, behalten wir den Slime. Der Slime ist gut. Genau, brauchen wir noch was? Nö. Haben wir noch was im Inventar? Ja, egal. Das geht schon klar. Genau, ich glaube, wir sind jetzt richtig gut vorbereitet. So, ich glaube, jetzt können wir hier eigentlich relativ schnell durchhasseln. Ich sollte auch irgendwie gefühlt alles one-shotten. Ja. Bis One-Shot. Ja, alles einfach One-Shotten, so gehört sich das. Jetzt können wir vorankommen. Jetzt suchen wir einfach nur schnell den Weg zum Boss und dann passt das. Alles klar, den Boss einfach mal mit drei Hits geklatscht. So muss das sein.
Okay, jetzt sind wir wieder bei der Quelle. Und jetzt gehen wir mal wieder in den Boss rein. Ich glaube, jetzt soll es leichter sein. Machen viel mehr Schaden. Und wir haben viel mehr Leben. Und wir haben Heilung. Und er macht 70 Schaden und nicht 50. Aber das kriegen wir hin. Okay. Boah. Das ging schon besser als letztes Mal. Jetzt hätte er noch zwei Hits gebraucht, um uns zu töten und nicht nur einen. Das, ja, wir machen Fortschritte. Okay. Heilen wir uns noch schnell. Noch einen. Und dann. Zack, zack. Genau, gehen wir in die nächste Etage, würde ich sagen. Und dann kurz mit dem Katalysator raus. Und dann die Sachen verkaufen, damit wir danach noch Geld haben, falls irgendwas passiert. Genau, jetzt sind wir hier. Zack. Boah, 8000 Gold. Okay, gut, dass wir nicht mehr verkauft haben. Gekauft haben, meine ich. So, jetzt einfach raus. Zack. So. Okay, zurück zur Stadt. Also der Plan ist, dass wir jetzt ein paar Sachen verkaufen. Vielleicht noch ein paar Heiltränke. Safety first. Und genau, dass wir genug Gold haben dann, um, falls irgendwas noch passiert, rauszukommen. Mit dem Katalysator, weil der ist eigentlich schon ganz schön teuer. Okay. Ich würde sagen, dann platziere ich kurz die Sachen und verkaufe die alle. Let's go. Haben wir ein paar Sachen verkauft. 50.000 Gold haben wir jetzt am Ende. Das ist auf jeden Fall genug. Ich glaube, wir können sogar. Ah, ne, erstmal Heiltränke kaufen. Das ist am wichtigsten. Kurz mal raus. So, mal schauen. Zack, zack. Zack. Ich denke, wir können davon ein paar Heiltränke kaufen. Alles klar. Einfach zwei. Okay, dann kaufen wir halt zwei Heiltränke. Ah, uns fehlt der rote Schleim. Ah, okay, ja. Egal, dann haben wir halt das jetzt. Sollte reichen. Ja, doch, sollte schon reichen. Oder? Okay, machen folgendermaßen. Wir verzaubern jetzt noch irgendwas, was uns gute Rüstung gibt, damit wir noch mehr aushalten. Und zwar den Helm. Weil das Schwert. Nee, wenn man den Helm. Rüstung ist wichtiger. Oh boy. Okay. Und dann kaufen wir noch ein paar davon. Nee, nicht so viele. Ja. Das sollte reichen, denke ich. Ja. Im schlimmsten Fall verkaufen wir einfach. Packen wir noch irgendwas im Dungeon dann in den Spiegel und kaufen uns dann halt so den. Raus mit dem Katalysator. Aber das sollte jetzt erstmal passen. Okay, dann können wir ja wieder rein, oder? Haben wir alles? Ja, ich denke schon. Ja, let's go, wieder rein. Okay, ich sehe hier schon die Map. Genau, also der Boss ist, also der Wächter ist rechts. Jetzt ist ja die Sache, gehen wir direkt zum Wächter oder. Ja, doch, komm. Wir versuchen es mal. Dann schauen wir mal. Ich denke, die Gegner hier. Ah, doch, die halten schon ein bisschen mehr aus. Okay. So. Boah. No, no, no. Okay. Oh, eine Goldkiste. Ja, das ist geil. Ich glaube, da sind jetzt richtig geile Sachen drin in den Goldkisten. Die sollten richtig viel Geld bringen. So, kurz mal schauen, was ist hier drin. Oh ja. Okay. Bisschen sortieren. Passt. Okay. Rein. So. Wir haben
volles Leben. Wir haben genug Heiltränke. Ich würde sagen, es kann uns eigentlich nichts aufhalten. Ich glaube, jetzt kommt sowieso erstmal. Ja, jetzt kommt erstmal ein Vorraum. Genau da ist die heftige Tür erst. So. Zack, dann du auch noch. Bam. Okay. Kiste, nehmen wir noch alles mit. Let's go. Flucheffekt zerstören. Machen wir halt so. Und das passt alles. Okay, kurz mal noch heilen. Oh Junge, ich bin echt gespannt, wie der Wächter jetzt aussieht. Also ich habe, wie gesagt, ich habe noch gar nichts gesehen vom Game hier. Let's go. Okay, ja. Ist auf jeden Fall geil. Arena. Oh, ein Blümchen. Okay. Also. Es ist. Oh shit. Der hat das Augen. Junge, das, die Pflanze hat ein Gesicht. Holy shit. Boah. Okay, das, ich weiß halt nicht, was für Attacken die kann. Okay. Ach, das sind so Lakaien, die muss ich umbringen. Okay, das macht Sinn, ja. Sonst macht die davon viel mehr. Okay, cool. Cool Story. Oh, drauf da. Boah! Alter, okay. Junge, stellt euch vor, so eine scheiß Pflanze so riesig springt euch auf einmal an, Alter. Ihr kriegt ja einen halben Herzinfarkt. Holy shit, Alter. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir ihn am Heilen. Einfach draufkloppen, komm, komm, komm. Zack, down, Alter. Ja, Mann. Ja, jetzt hat sich ausgepustet. Nice, zweiter Schlüssel, zweiter Dungeon geschafft. Wieder eine heftige Kiste. So muss das sein. Kann ich hier wieder irgendwas rumschubsen? Irgendwie so ein Auge wieder, wie beim Golem oder? Nee. Kann ich da draufklappen? Ich kann die einfach weiterschlagen. Okay. Nice. Das sind jetzt wieder so Fragmente, mit denen ich nichts anfangen kann, leider. Immer noch nicht, irgendwie. Kurz mal nochmal lesen. Okay. Kann ich aber gut teuer verkaufen. Ist geil. Ist geil. Oh boy, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir mitnehmen und was nicht. Ich denke, das passt vorerst. Perfekt. Nice. Dann haben wir nichts mehr zu tun und gehen wieder zurück zum Dorf. Let's go. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder der alte Mann und sagt so: Oh ja, Digga, Bruder, hast den Dungeon gemacht. Warst du das? Das war safe, du. Super gemacht. Ich sag's euch. Okay, nice. Zweiter Schlüssel ist drin. Kann ich die drehen? Ich glaube, das habe ich schon mal versucht. Ah ja, genau. Da ist er. Da ist er. Ja, hau mal raus. Junge. Erst besiegst du den Golemkönig und jetzt den Waldwächter. Ja, ich weiß. Ich bin krass, Mann. Du riskierst zu viel. Willst du, dass mir das Herz stehen bleibt? Dein Großvater wäre zu Tode besorgt, wenn er noch hier wäre. Besorgt und vermutlich auch unheimlich stolz. Ich kann ihn fast schon hören. Das ist mein Enkel. Er ist Händler, aber erledigt eigenhändig Wächter. Unglaublich, oder? Dieser Mann war genauso anstrengend, wie du jetzt bist. Uff. Die Stadt hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Oh, da kriege ich jetzt irgendwas. Und zwar, dass der Wüstendungeon jetzt für jedermann geöffnet ist. Ah, okay. Ja, gut. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Belohnung, aber ja, dann halt nicht. Dummköpfe, wir haben die Dungeons aus gutem Grund versperrt. Okay. Außerdem gibt es eine neue Ladenerweiterung am schwarzen Brett. Ja, genau. Das wird dich hoffentlich beschäftigen und vom Wächter fernhalten. Nee, Digga, das kaufen wir uns und dann gehen wir direkt rein in die Bücher. Aber ich muss sagen, dein Laden hat sich ganz gut gemacht. Ja, bald ist er wieder genauso geschäftig, wie er früher einmal war. Okay. Ja, ich frage mich, wie groß der Laden eigentlich noch wird. Es gibt ja noch zwei Upgrades, die wir machen können. Okay, der Wüsten-Dungeon ist jetzt offen. Und wir haben ganz schön viel zu tun für nächste Folge. Okay, dann würde ich sagen, dann war es das für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und damit, ciao, ciao.